und seinen Pilotenschein. Wo verdammt ist der kleine Scheißer? Auf die Kreditkarte meines Vaters und auf meine. Gott, ich hab kein Sambuca mehr getrunken, seit ich 20 war. Flugzeugen raus, fliegt wie Vögel. Das ist schon cool. Ich mag das Teil. Ist echt ein geiles Handy. Also, wen haben wir hier? Grant. Und Jason. Aus Kalifornien. Ich hoffe, dass Mama und Papa euch sehr, sehr lieb haben. Weil die zwei Weißbrote echt teuer aussieht. Und das ist richtig gut, denn ich mag teure Sachen. Sorry, was sagst du? Was sagst du? Sag mal, willst du, dass ich dich aufschlitze wie deinen Freund? Halt jetzt dein Maul! Okay? Ich bin der mit dem scheiß Schwanz. Guck mich an. Direkt in die Augen. Ey, du Sack! Guck mir in die Augen. Du gehörst mir. Das ist mein verficktes Reich. Halt dein scheiß Maul! Oder du stirbst. Was ist, Jason? Jason, was ist los? Warum lachst du nicht mehr wieder oben? Macht das keinen Spaß mehr? Bin ich dir nicht unterhaltsam genug? Weißt du, die Sache ist die. Da oben dachtest du hättest eine Chance. Weit oben am verfickten Himmel dachtest du, du hättest den Finger am verpissten Abzug. Aber hermano, hier unten? Hier unten? Ist es vorbei? Ist okay, ist schon gut. Ich reg mich ab, ich chill. Weißt du, du, moi und dein verfickter Bruder, wir werden viel Spaß haben, wenn wir das Geld warten. Mach den Geiseln keine Angst. Du musst dich um die Abgelehnten kümmern. Ich hoffe, dass ihr zwei nutzlosen Ficker unterhaltsamer seid als eure Freunde. Da-da. Bye-bye. Fällst du auch immer wieder drauf rein. Mann.
Kollegen haben sein Licht vorgestellt. Scheiße. Und warte, stopp. Seid still. Was regt den Hund so auf? Der ist wie du. Auch. Steht uns im Weg. Wirf einen Stein darüber. Okay. Weg! Was zum? Okay, das funktioniert. Dann los. Okay, ich komme. Scheiße, Mann. Wer ist da? Konsequenz und Toll! Scheißdreck! Oh Gott, ich kann das nicht, Grant! Jay, sieh her! Ich kann Lisa und Riley und die anderen ohne dich nicht finden. Also reiß dich zusammen. Okay? Okay, tut mir leid. Ganz ehrlich, was? Ich lache. Ihr heult Tag und heute noch. Oh Gott, das sind echt viele, Mann. Das ist dieser Psycho. Da kam der Anruf rein. Fuck, der Anruf. Keiner will bezahlen für euch. Wir haben also dann alle saßen rum und warteten, dass er in das Zimmer kommt. Und dann brachte er zwei Leute mit. Ich sag's dir, wir haben die ganze Nacht gefickt. Los. Wasser nicht nie mehr. Ab ins Grünzeug. Ja. Gute Idee. Das ist meine Lieblingsknarre. Wenn die Automaten an ihm vorbei ist, kannst du auf den Stein dahin. Keiner kann dich aufhalten. Wenn du so eine Knarre hast und sie einem an die Rübe hältst, weißt du, dass du es ernst meinst. Okay. Sie respektieren dich. Wir gehen. Wo sind wir? Wir hätten nie blind springen dürfen. Ich hab dir versprochen, auf euch aufzupassen. Steht da auch, wo Riley ist? Wir werden ihn finden. Wir befreien die anderen. Und dann geht's nach Hause. Oh, nein! Bleib bei mir, Grant! Bitte, jetzt da!
Halt durch, Grant, halt durch! Oh, 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 nein, nein, nein! Du bist nicht da! Grant! Grant! Das gefällt mir. Nein, ich respektiere das. Ich gebe dir 30 Sekunden. Und wenn der Dschungel dich nicht lebendig auffrisst, dann ich. Na los. Was, bist du taub? Ich sag, auf, auf ich mal an, du feiger Sack! Lauf, Forrest! Lauf! Lauf, Forrest! Lauf! Fuck! Fuck! Fest ihn auf! Riley und die anderen finden. Ein bisschen was für am Leben sein. Bin ich. Was zum Teufel? Du bist wach. Na, vielleicht nicht ganz. Dein Arm wurde betäubt. Für das Tatau. Es ist mutig, im Sturm zu schwimmen, aber ein Sonnenbad am Strand der Piraten? Wahnsinn! Du hast das Recht, mich zu töten. Aber ich habe das Recht, dich mitzunehmen. Ich heiße Dennis. Jason.
Kakao. Labalaba. Der Reiher, der Hai und die Spinne. Ich weiß, wer du bist, Jason. Du bist ein Krieger. Und das Tatau wird dir ermöglichen, dein wahres Ich zu enthüllen. Hört zu. Mein älterer Bruder wurde ermordet. Ich muss meinen jüngeren Bruder und vier andere Freunde finden. Komm. Du hilfst mir also? Ich werde dich befreien. Dann wirst du von niemandem Hilfe brauchen. Wie bin ich hergekommen? Ich hab dich am Strand gefunden. Willkommen in Amanaki, Freund. Es ist wunderschön, oder nicht? Selamat, Tengahari. Ich habe Jason Brody hier bei mir. Der Mann, der Vaas lebend entkommen konnte. Deine Flucht ist ein Zeichen, dass das Blatt sich wendet. Und unser Volk braucht dringend gute Nachrichten. Also, das ist dein Volk. Die Insel ruft nur die Stärksten. Sie rief mich. Die Inselbewohner, die Rakyat, akzeptieren mich. Und sie nahmen mich in ihren Stamm auf. Die machen was her, oder nicht? Sehr hübsch, keine Frage. Ich könnte jede Frau haben, die ich wähle. Aber mein Wille ist auf eine gerichtet. Geld für Waffen. Oh, Du willst deinen Bruder retten, richtig? Ich habe noch nie auf jemanden geschossen. Wie sagt man noch in Amerika? Für alles gibt es ein erstes Mal. Thank you.
Leuchtturmtürme online. Ohne die kann ich nichts aus den abgelegeneren Dörfern bestellen. Und glaub mir, die haben genau die Ausrüstung, die du brauchst. Dann folge mir, mein Freund. Hier kommt die Kraft aus dem Dschungel. Aus der Insel. Du musst das Gelände kennen. Jederzeit wissen, wo du bist. Was nutzt die Türme, um die Insel zu kartieren und seine Männer zu finden? Störsender blockieren den Zugang. Unser Volk hat keine Verwendung für solche Geräte. Aber du... Du wirst wertvolle Informationen bekommen. Ja, die Störsender sind ganz oben. Jeder Turm deckt ein begrenztes Gebiet ab. Kletter auf alle und du deckst die gesamte Karte auf. Das muss der Funkturm sein.
runter gucken. Netter Vater? Hab's erledigt. Gut. Zeig mir deine Karte. Siehst du? Alles, was du wissen musst, ist nun durch den Funkturm aufgedeckt. Geschäfte, Abenteuer. Die Insel ruft nach dir. Und genau wie du sind die Händler hier von außerhalb. Auch sie brauchen die Funktürme für ihre Geschäfte und sie belohnen dich für jeden befreiten Funkturm. Ein wahrer Krieger muss jagen. So will es die Natur. Sieh auf die Karte und wähle dein Jagdrevier. Hab keine Angst vor deinem Instinkt. Die Gesellschaft lehrte dich zu versagen, nicht die Natur. Hier. Also, willst du deine Freunde retten, musst du den Dschungel kennen. Tierhäute und Leder ermöglichen dir, Ausrüstung und viele Waffen mitzuführen. Aus Pflanzen kannst du starke Medikamente herstellen, die dich heilen und deine Sinne schärfen können. Geh. Kehre zurück, wenn du den Dschungel beherrschst. Wie meinst du das? Was soll ich denn dort tun? Hör auf deinen Instinkt.
Wiedersehen.